Für meine Eltern war die Staatsanleihe die Basis für die Vermögensbildung. Heute geht in der Altersvorsorge an der Aktie absolut kein Weg mehr vorbei. Mein Name ist Frank Breiting und ich verantworte den Bereich Altersvorsorge bei der DWS. Jeder Mensch muss sein komplettes Leben durch seine Arbeit finanzieren. Ja, wenn er halt eben immer weniger arbeitet und immer länger lebt, dann bedeutet das nichts anderes, als dass das Problem immer größer wird. Wenn ich nicht selber das Geld ansammle, das ich dann brauche, um das, was ich mir so erträume, im Alter zu machen, dann wird es keiner für mich tun. Oft wird das Thema einfach, da es weit in der Zukunft liegt, zurückgestellt. Man sagt, naja, komm, in 50 Jahren, das machen wir dann später mal irgendwann. Das kommt vielleicht auch daher, dass es einem heute und jetzt sehr gut geht. Deswegen ist das so eine kollektive, wahrgenommene Sicherheitsillusion. Es kann schon nichts passieren. Bei so einem ganz klassischen akademischen Experiment, da wurde einem Kind eine Süßigkeit vorgelegt. Dem Kind wurde gesagt, wenn du eine halbe Stunde diese Süßigkeit, dieses Überraschungsei nicht anrührst, dann bekommst du danach zwei. Was hat das Kind gemacht? Es hat sofort das Überraschungsei ausgepackt, verschlungen und gegessen. An für sich steckt das im Menschen drin, eher an das Heute, jetzt zu denken, als an die Zukunft. Mein Vater war begeisterter Aktieninvestor und seine Regel war, das, was ich in Aktien investiere, das darf heute oder morgen komplett verschwinden und es tut mir nicht weh. Die Grundlage seiner Altersvorsorge waren konservative Anlagen, waren Bundesschatzbriefe, waren Kommunalobligationen. Und das andere ist so, naja, das macht man so zum Amüsement. Und das hat sich mittlerweile sehr drastisch geändert. Wenn ich das Geld heute genauso anlegen würde wie damals, verliere ich jedes Jahr Geld durch den negativen Zins. Ohne es zu merken, werde ich immer ärmer, wenn ich genau das tue, was meine Eltern getan haben. Sie müssen sich letztendlich nur eine Frage beantworten: Was für einen Lebensstandard wollen Sie haben? Sie müssen nichts Komplexes, Kompliziertes machen. Sie müssen sich überlegen, wie viel sparen Sie im Monat und wie legen Sie Ihr Erspartes an. Das, was gefühlt risikoreich ist, ist eigentlich gar kein großes Risiko, wenn man genug Zeit hat. Und in einem Jahr kann man natürlich mit Aktieninvestments Geld verlieren. Die Historie hat gezeigt, es ist fast unmöglich, mit einer breit gestreuten Aktienanlage über 30, 40, 50 Jahre Zeitraum Geld zu verlieren. Was unser Problem ist mit diesem Hoch und Runter, das wir wahrnehmen in der Wirtschaft und der permanenten Krise, in der wir uns scheinbar befinden, ist, dass wir alle im Hier und im Jetzt leben und immer natürlich im Kopf haben, was sich gerade eingeprägt hat, nämlich die aktuelle Situation der Welt. Und das führt dazu, dass man nie anfängt. Die Logik ist eigentlich genau andersrum. Man sagt, es ist eigentlich völlig wurscht, wann man anfängt. Man muss nur einfach erstmal anfangen und es ist nie zu spät, mit der Vorsorge zu beginnen.